Wir haben ja so gehört, dass der Krankenstand immer mehr in psychische Erkrankungen geht. Also eigentlich an zweiter Stelle steht nach irgendwelchen Muskel- oder Skeletterkrankungen. Und man sagt dann auch als Rat, das könne sich ändern, wenn man mit mehr Empathie führen würde, wenn etwas mehr Ethik hineinkommen würde. Wie stehen Sie dazu? Das Thema ist, glaube ich, nicht auf Seiten von Führung, sondern das ist auf Seiten Sinnempfinden. Wenn ich etwas tue, was in meinem Zusammenhang sinnvoll ist, dann ist diese Burnout-Metapher relativ weit weg. Aber wir müssen an einem Punkt wirklich vorsichtig sein. Wenn Sie das Thema Burnout sozusagen jetzt als individuelles Problem betrachten, dann gehen Sie vorbei an der Systemkomponente. Wir haben tatsächlich Systeme geschaffen, an denen diese B- und Überlastung fast eine Selbstverständlichkeit ist. Und wir kriegen das nicht mit individuellen Sinnstiftungsmetaphern in den Griff. Wir müssen das System als Ganzes uns anschauen und müssen uns wirklich der Frage öffnen, wie ist das Warum für uns alle noch gut definiert? Sind wir wirklich noch der Meinung, wir sind auf einem gesellschaftlich vernünftigen Track? Wir haben 20 Jahre lang Effizienzerhöhungen betrieben ohne Ende. Müssen wir uns wirklich mal angucken, was die letzten 20 Jahre gelaufen ist. Ich war im Bereich Automobilindustrie maximal beeindruckt davon, mit welcher Produktivitätssteigerung die Leute da gearbeitet haben. In welchem Umfang Ingenieure in der Lage waren, Komplexität zu handeln. Bis zu einer Losgröße von fast N gleich 1 Flexibilitäten zu erzeugen. Das ist alles passiert, Riesenbelastungsnummer, die wir gefahren haben. Und wir sind einfach gesellschaftlich vor der Situation, dass wir im Moment keine vernünftige Verteilung der daraus entstandenen Rendite haben. Und das ertragen Menschen auf Dauer nicht so wirklich. Also wir müssen uns grundsätzlich im gesellschaftlichen Kontext unterhalten und wir dürfen uns nicht individualisieren. Das ist meiner Ansicht nach die völlig falsche Antwort. Sonst kommt da am Ende bei raus, so, du hast ein Burnout-Problem. Dann hast du wohl deine Work-Life-Balance nicht richtig gemacht. Wenn uns das jemals passiert, dass wir einen solchen Return geben, wenn jemand da den Aufschlag gemacht hat, dann machen wir, glaube ich, was wir uns deutlich nicht leisten sollen. Wir haben eine ganz schwierige Situation und wir werden in den nächsten Jahren heftig überlegen müssen, wie wir an dem Punkt noch Lösungen erzeugen, weil einfach mit mehr desselben werden wir das Ganze nicht rauskriegen. Und wir müssen uns auch deutlich klar machen, dass viel von dem, was wir in Zukunft an Fähigkeit zur Komplexitätsreduktion brauchen, nicht erst im Unternehmen gelernt werden muss, sondern deutlich vorher in der Schule und im Studium. Eine etwas andere Art des Umgangs mit Wissen, mit Erfahrung, mit Lernen wird uns einfach ganz notwendig werden in den nächsten Jahren. Aber da gibt es andere, die da deutlich besser darüber reden können als ich. Eine Dame hat eine Frage an Sie. Ja. Hoch ist mein Name. Ich hätte die Frage, und zwar zu dieser Generation Y. Die teilen Sie ja im Prinzip in zwei Gruppen. Oder sie teilt sich in zwei Gruppen. Was ich mich frage, ist, sehen wir eigentlich nicht das gleiche Bild, was wir auch immer schon hatten, zwischen zwei Arbeits- oder Mitarbeitergruppen? Die einen, die eben eine sehr angeleitete, behütete und auch strukturierte Arbeitsweise brauchen und die anderen, die die Freiheit brauchen, um kreativ zu sein, um Verantwortung zu übernehmen und auch diesen Freiraum brauchen, um sich zu entwickeln. Also ist das Bild wirklich unterschiedlich oder... Also wir haben im Moment sogar die Verschätzung, dass wir durch die gesellschaftlichen Änderungsprozesse, wenn wir über die junge Generation reden, über die Digital Natives, dann denken wir immer, die sitzen alle auf der anderen Seite. Da ist etwas dazugewachsen, was sozusagen wirklich anders ist. Die Möglichkeiten zur Beteiligung sind heute in einem Grade selbstverständlich, wie sie das nie vorher waren. Also die Prägnanz dieser beiden Gruppen hat sich deutlich erhöht. Es ist immer eine gewisse Wertigkeit da gewesen, dass die einen mehr so gerne, die anderen mehr so gerne. Aber Sie können sicher sein, wenn ich die gleiche Befragung vor 5 Jahren gemacht hätte, 6 Jahren, 10 Jahren, hätte ich ein einheitliches Wertespektrum gehabt, in dem sich zwei Präferenzen ausbilden. Aber ich hätte nicht zwei senkrecht aufeinander stehende Wertemodelle. Das ist neu und ich glaube, wir müssen darauf einfach auch eine Antwort finden. Und nochmal, wie gesagt, wir verwechseln die eine Gruppe immer mit den High Potentials, sagen, das sind die, die wir wollen. Das ist, weiß Gott, nicht das. Das heißt, es ist die Frage, wie machen wir miteinander einen fairen Umgang, einen fairen Vertrag für das, was gewollt wird. Wir haben hier vorne noch einen Herrn. Sie haben in Ihrem Vortrag darüber gesprochen, über Komplexität gesprochen und dann gesagt, die interne Komplexität muss mindestens so hoch sein wie die, die wir extern vorfinden und sind so dann Ihr Thema Vernetzung hergeleitet. Mich würde interessieren, was das konkret aus Ihrer Sicht für ein Unternehmen bedeuten würde. Viele Unternehmen haben sich auf die Fahnen geschrieben, Komplexität zu reduzieren.
Sie behaupten das Gegenteil. Nein, nein. Mich würde interessieren, was Sie konkret, ja, was Ihnen da konkret vorschlägt, wie ein Unternehmen sich umbauen sollte, ja, um sich zu vernetzen, um die gewünschte interne Komplexität aufzubauen. Also wir müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen der Komplexität des intelligenten Systems und der Komplexität eines Ergebnisses. Das, was die Menschen gerne hätten, ist, dass die Dinge, die man tut und die Dinge, mit denen man umgeht, weniger komplex sind. Aber um das weniger komplex zu machen, muss ich ein System bilden, das in der Lage ist, Komplexität musterbildend zu reduzieren. Und das können witzigerweise nur Netzwerke. Unser Gehirn ist deshalb so unglaublich leistungsfähig in der Reduktion von Komplexität, weil es selber ein hochkomplexes Netzwerk ist. Und da kann ich Ihnen nur raten, tun Sie alles, um in der Firma die interne Vernetzung zu erhöhen. Also tun Sie alles dafür, dass es keine durchgeregelten, gesteuerten Kommunikationsprozesse gibt, dass sich nicht alles erstarrt in irgendwelchen Teilperspektiven, sondern dass wir dort wirklich einen Austausch zulassen, der in der Lage ist, in der Eigendynamik Lösungen zu kreieren. Das heißt, das Ziel ist Komplexitätsreduktion, aber der Weg ist Komplexitätserhöhung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine beschreibt die Komplexität im System und die andere die Lösungswege, die wir gehen. Ich würde jedem raten, machen Sie Einfachheit, nicht im Sinne von Simplifizierung, sondern im Sinne von Mustererkennung. Ich würde heute sagen, wenn ich mir wirklich wünschen würde, was Führungskräfte tun, dann wäre das mehr Einsicht, weniger Handeln. Wir müssen im Prinzip erstmal Dinge überhaupt wieder durchdringen. Wir haben so ein bisschen die Tendenz, ganz schnell in die Aktivität zu gehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das Verhältnis der musterbildenden Verständnisseite weit hinter dem zurückbleibt, was sozusagen das Handeln ist. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Fokus auf die Frage, was ist das uns orientierende gemeinschaftliche Wissen? Haben wir eine Chance, sozusagen gemeinschaftlich Komplexität zu reduzieren, ohne zu trivialisieren, ohne das zu zerlegen, zergliedern, analytisch zu sein? Also wenn Sie so wollen, das ganzheitliche Zulassen von Mustererkennung. Und da sehe ich tatsächlich eine Riesenaufgabe wieder von Führung, weil das muss man ja zumindest sagen, Führung hat einen distanzierteren Blick. Wir haben uns früher Menschen geleistet und die hochgradig bezahlt, damit sie für uns beten. Jetzt sollten wir Menschen hochgradig dafür bezahlen, dass sie Muster erkennen. Das wäre durchaus eine hilfreiche Angelegenheit. Eine nächste Frage. Thomas Schulte ist mein Name. Immer mehr Untersuchungen sagen, dass Psychopathen im Management erfolgreicher sind als Normalos. Vielleicht meine Einschätzung, vielleicht ist die falsche, aber geht auch in die Richtung. Weiß ich nicht, bin ich da irgendeinem Trend aufgesessen oder ein Spiegelthema aufgesessen oder ein neues Management-Seminare-Thema aufgesessen oder ist das wirklich, gibt's da wirklich zusammen? Also jetzt würde ich Sie dann gerne fragen, meinen Sie Psychopathen oder meinen Sie sozusagen Psychotiker? Das ist ja ein gravierender Unterschied. Der Psychopath ist ja offenkundig jemand, der sich sozial entkoppeln kann. Und da würde ich sagen, ja, wenn Sie den meinen, dann hat er so lange eine Chance, wie er über Wettbewerbssysteme arbeitet. Weil wenn Sie sich sozial entkoppeln, dann haben Sie keine Probleme damit, den anderen verstehen zu müssen. Das reduziert Ihnen die Komplexität und macht Sie für einen Moment durchschlagsfähig und kräftig. Und witzigerweise fallen dann einige Leute, die gerne jemanden haben, der Ihnen genau sagt, wo es lang geht, sogar darauf rein. Sie kennen das im Schwarm, dem Schwarmfisch, dem Sie den Richtungssinn amputieren, der leitet den Schwarm. Weil er sich nicht mehr rückkoppelt mit den anderen, sondern weil er einfach das tut, was er gerade für sich tut. Wenn Sie jetzt natürlich das nicht auf dem Schwarm machen, wo das relativ vielleicht egal ist, wohin der gerade schwimmt, sondern auf ein soziales System, würde ich sagen, da möchte ich nicht dabei sein. Also bitte machen Sie keine Identität zwischen Psychopath und Führungskraft. Wenn Sie jetzt eine Identität machen würden zwischen Führungskraft und Psychotiker, dann würde ich sagen, hallo, da ist schon wieder was Interessantes dran. Weil ein Psychotiker ist jemand, der sehr, sehr schnell, sagen wir mal, ungewöhnliche Verbindungen in seinem Gehirn herstellen kann. Das sind Leute, die an einem hohen Instabilitätspunkt arbeiten, manchmal so instabil werden, dass sie sich ein Warnsystem bauen müssen, um das überhaupt noch auszuhalten. Also der Psychotiker ist einer mit losen Gedankenverbindungen. Und da sagt man immer, Genie und Wahnsinn ist nah beieinander. Das ist nicht so ganz verkehrt. Das schnelle neue Assoziieren, was wir heute brauchen, ist tatsächlich etwas, was den Psychotiker auszeichnet. Das heißt, wir bräuchten tatsächlich Leute, die auf eine selbstverständliche Art mit Instabilität umgehen. Und dann würde ich sagen, Psychotiker vielleicht, Psychopathen nein. Dann noch die Frage, was mit den Narzissten ist. Mit den Narzissten? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Wo kam die gerade her? Achso, von Ihnen. Ja, Narzissmus ist, Sie haben mich gerade auch vor der Bücher zu schreien. Also ich hoffe, dass mir das immer passiert, das nicht zu haben. Weil am Ende ist die Person, die etwas sagt, und da bin ich absolut nicht der Meinung, dass Charisma ein Führungsthema ist, die Person, die etwas sagt, ist sowas von uninteressant, sondern es ist immer das, was sie sagt.
sind wir resonanzfähig miteinander, toll, und dann von mir aus schreiben Sie das eine Sache zu, die hinter mir ist, völlig egal, weil eigentlich geht es darum, haben wir etwas, was wir miteinander austauschen, was uns weiterbringt. Alles andere finde ich eine ziemlich überflüssige Kategorie, also Narzissmus ist eine persönliche Eigenart, man wünscht und hofft sich, dass es eigentlich passiert, aber wer ist frei von sowas? Genau, die nächste Frage kommt. Ja, ich wollte zuerst mal sagen, dass ich Ihren Vortrag unglaublich gut fand und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, weshalb es schwerfällt, Fragen zu stellen, weil Sie so viel Input geliefert haben. Was mich ganz besonders interessiert, ist Ihr Verständnis von Kultur und wie sich Kultur auch ändern kann. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, werden wir alle sehr durch unser limbisches System bestimmt, das ja schon hunderttausende von Jahren alt ist. Und Sie haben gesagt, dieser kognitive Bereich, der ist eigentlich sehr schnell in der Lage, sich zu ändern. Meine Frage ist, wie sehr kann er denn dann den limbischen Bereich überhaupt beeinflussen? Wo kommt der Wandel in der Kultur dann her? Also im Prinzip können Sie sagen, wenn Sie den Menschen dort grundsätzlich ändern wollen, wir machen 18 Lebensjahr limbisches System ziemlich abgeschlossen. Da haben wir sozusagen alle unsere Basisbewertungen hinter uns. Und da gibt es eigentlich nur zwei Zustände, die man dort erreichen kann. Das eine ist der Zustand der Krise und das andere ist der Zustand der Verliebtheit. Beides ist nah beieinander, aber in irgendeinem Zusammenhang hat das was zu tun mit tiefer emotionalem Impact. Und eigentlich haben alle Change-Theorien das immer gesagt. Ein Krisenszenario erzeugt Veränderungsdynamik und der Zustand der Vision, der Begeisterung erzeugt auch Veränderungsdynamik. Es gibt einen dritten Teil, den haben wir echt aus dem Auge verloren. Das ist Einsicht. Sie glauben gar nicht, was das Thema Einsicht bewegen kann. Sie können mit Einsicht Ihr Gehirn nicht steuern. Das geht nicht. Aber Sie können aus dem, was Ihr Gehirn Ihnen empfiehlt, und das macht das für sich, immer Ja oder Nein sagen. Das heißt, wenn Sie der einsichtsvolle Reflektierende der Dynamik Ihrer eigenen Hirnstruktur sind, dann können Sie nichts daran ändern, weil das macht Ihr Gehirn alleine. Aber Sie können sagen, pass auf, ich könnte jetzt hier vorne hingehen und sagen, ich finde das ganz toll, gleich die Bücher zu unterschreiben, aber ich kann auch Nein sagen. Das ist immer das Gleiche. Das, was Ihnen das System anbietet, müssen Sie über Reflexion befragen. Und das ist diese unendliche Macht der Einsicht. Also neben Krise und Verliebtheit gibt es deutlich die Reflexion. Und diesen Teil können wir wirklich, und ich bin auf Führungsseite maximal beeindruckt. Ich habe bei all den Jahren ganz selten Führungskräfte gefunden, die, wenn ein nicht persönlich gesteuerter, absichtsvolles Bilddarstellung da ist und die sagen, das interessiert mich und ich verstehe das, sich daraus nicht ändern können. Einsicht ist ein extrem mächtiger Hebel und den sollte man nicht beiseite schieben. Einsicht wäre dann ja auch Entscheidung, Freiheit und Ja, das ist der Dreh. Also in dem Moment, wo wir diesen Teil haben, das war ja die große Diskussion bei der Neurophysiologie, ist dann, wenn das bewusste Ich nur so weit ist wie ein Hofberichterstatter, also immer hinterher dackelt und uns erzählt, was das Gehirn schon längst entschieden hat. Sie kennen diese Libet-Experimente, wo man einfach zeigen kann, dass die Bewegung eines Glasgreifens schon teilweise Sekunden vor dem Glasgreifen im Gehirn vorhanden ist. Wenn man sich dann dem übergibt und sagt, naja, ich bin ja gar nicht Herr in meinem Gehirn, ich kann ja nur hinterher dackeln, dann ist das falsch. Weil wir diesen Teil der bewussten Entscheidung, Ja oder Nein zu sagen, den haben wir immer. Das heißt, unabhängig davon, was das System anbietet, sofern ich mitbekomme, was da meine Grundrichtungen sind, ich also immer reflektiere, wohin sich das System bewegt, habe ich Eingriffsmöglichkeiten. Und das Thema Kultur ist für meine Begriffe da durchaus vergleichbar. Wir erzeugen miteinander kulturelle Muster. Wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass wir zum Beispiel das Thema individuelles Leben und Sterbebegleitung im Sinne von aktiver Sterbebegleitung wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich neu diskutieren. Und Sie werden das merken, dass sich die unbewussten Bewertungsstrukturen der Menschen zu solch einem Thema lange vor der praktischen Realisierung ändern werden. Das heißt, wenn wir diese Wertedrifts uns anschauen, haben wir eine Chance, über Reflexion dessen, was wir dort sehen, einzugreifen in die Dynamik. Und das wäre vielleicht die Form von Erwachsensein, die ich mir wünschen würde, dass uns sozusagen diese Werteveränderung nicht passieren, sondern dass wir gesellschaftlich die Verantwortung übernehmen für diese Werteveränderung und einen heftigen Diskurs miteinander darüber führen, wohin die Reise gehen soll. Dann sind wir immer noch nicht die Herrscher dieses Systems. Aber wir sind zumindest nicht hoffnungslos hinterher. Wir haben noch 4 Meldungen. Und dann gehen wir zur Buchsignierung. Ich glaube, die Buchsignierung wird ausfallen, so wie ich das sehe. Aber die Frage in Richtung gerade hier vorne, da ist das System. Wenn wir das System Unternehmen nehmen und wir haben das Thema Sinnstiftung dort auch angesprochen,
Jetzt sind wir ja gerade auch in Vertriebsorganisationen oftmals geprägt mit höher, schneller, weiter. Und wir sind von Change, permanenten Change dort auch dann betroffen. Wie glauben Sie, wie kann eine Sinnstiftung, um die Leute auch mitzunehmen, zu begeistern, auch Führung von morgen, wie kann eine Sinnstiftung in Unternehmen funktionieren, wenn wir gleichzeitig auch eine Gewinnmaximierung haben? Also, entschuldige, wenn ich das so sage, der Begriff Sinnstiftung war mal einer meiner Lieblingsbegriffe. Ich liebe ihn nicht mehr, weil da das Wort Stiftung drinsteckt. Sinn ist nicht etwas, was gestiftet wird, Sinn ist etwas, was ich empfinde. Das heißt, Sinn ist etwas, was ich dem System gebe, nicht das System mir. Und an dem Punkt wird es eine große Frage sein, ob wir die Abstimmungsprozesse zwischen dem Sinnempfinden des einen und dem Sinnleben des anderen hinbekommen. Was ich nur machen kann, wenn ich eine Firma habe, ist, dass ich das Muster, was ich für sinnvoll halte, möglichst authentisch und möglichst direkt darstelle und nicht in irgendeiner Art und Weise versuche, mich an etwas anzupassen, was ich nicht bin. Das heißt, in Netzwerken gibt es nur eine einzige Form der Authentizität. Das heißt, einen klaren Geruch ausströmen. Die Menschen, die dazu passen, finden sie. Da können sie total sicher sein. Und wenn sie dort etwas haben, was nicht zusammenpasst, wird sich das auch immer schneller trennen in den nächsten Jahren, weil die Bindungsenergie nicht mehr kompensierbar ist über persönliche Beziehungen. Das war die große Metapher der letzten Jahre, dass wenn jemand dann eine gute Führungskraft ist, dann kann er sogar die Unschärfe in dieser Sinnadaptation noch eine Weile lang ausüben, weil er doch so ein netter Mensch ist und das so menschlich und empathisch und so weiter tut. Ich glaube, dass das tatsächlich passiert bei der nächsten Generation, die da kommt. Wenn die sich auf diesen Weg dieser Sinnsuche begeben, dann sind die an dem Punkt nicht mehr bereit zu dealen. Das heißt, die fragen viel direkter und viel, viel klarer und da können wir nicht mehr irgendeine Marketingaktion draufpacken. Also der Meinung zu sein, wir könnten jetzt das Ganze über interne Kommunikation lösen oder über das Aufschreiben von entsprechenden Wertemustern, das glaube ich nicht. Ich denke, das ist ein viel direkteres Empfinden, was die Leute da haben. Und da wird es sehr viel Ehrlichkeit in Zukunft geben, weil die sich auch austauschen und so weiter. Das geht nicht mehr. Also insofern ein bisschen Wermutstropfen bei diesem Sinnstiftung. Weil ich glaube, dass nicht mal das kann man stiften. Das kann man nur haben und der andere teilt es und darauf lässt man sich ein. Das ist in kleinen Firmen noch relativ leicht, weil man es sehr klar abstrahlt. In großen Firmen müssen wir es dann letztlich in die Darstellbarkeit heben. Aber dann sind wir immer noch keine Sinnstifter, sondern wir sind nur Sinndarsteller. Und mehr wird's. Wir haben nun auf dieser Seite auch noch eine Dame. Die Frage ging jetzt schon sehr in die Richtung, die ich auch stellen wollte. So, zunächst auch vielen herzlichen Dank für diesen sehr erbaulichen Vortrag, sehr informativ. Und also ich bin Kind der 80er, wohin mit all dem Sinn, ja, und komme just als Trainerin von einer Führungskräfteentwicklung diese Woche zurück. Hatte dort 80% sogenannte Generation Y-Teilnehmer, die ich alle persönlich sehr schätze. Bin aber kritisch, was ihren Optimismus angeht, des Sinnstiftens, Sinngebens oder die Individuen fordern den Sinn. Denn was ich erlebe oder eines der häufigsten Worte im Kontext Führungskräftetrainings ist, dass die Teilnehmer irgendwann so viel Vertrauen gefasst haben, dass eigentlich Lippenbekenntnisse das am häufigsten genutzte Wort ist. Sprich, die obere Führung macht Lippenbekenntnisse zum Thema Work-Life-Balance, zum Thema Sinngebung. Und die Frage, die ich mir so als Individuum auch stelle, ist, jetzt sind wir jahrelang auf Effizienz getrimmt worden. Ich fühle mich sehr glücklich mit meinem Beruf, so etwas Sinnvolles in meinen Augen zu tun. Doch ich erlebe immer wieder Mitarbeiter in Unternehmen und auch Führungskräfte, die mit diesem ganzen Druck von Gewinnmaximierung unterwegs sind. Ich erlebe ganz viele junge Leute, wir haben ja nicht nur High Potentials in Deutschland, sondern wir haben jede Menge Bildungsverlierer. Ich habe gerade eine Tochter in der Oberstufe, kriege mit, wie viel da aussortiert wird. Also viele Menschen, die sich den Luxus der Sinnfrage überhaupt nicht mehr leisten können. Und ich frage mich, ob diese Generation Y, ob nun eher sicherheits- oder abenteuerorientiert, ob die diese Power haben, wirklich in unserer Gesellschaft etwas zu bewegen, was alle wirklich auch mitbringt, im Sinne einer Sinngebung, Sinnfindung. Sie sagten, warum, ich frage viel lieber, wofür. Also da hätte ich gern vielleicht noch eine Rückmeldung von Ihnen. Also ich glaube, das, was Sie gerade sagten, ist der Teil, der mich eher optimistisch macht. Diese junge Generation hat ein sehr feines Sensorium für Inkongruenzen, weil sie das müssen. Die kriegen im Internet und überall permanent Informationen angeboten und entwickeln ein sehr feines Sensorium. Und diese Leute sind tatsächlich dann in der Lage, diese Unglaubwürdigkeiten auf der anderen Seite, wenn es Lippenbekenntnisse sind, sehr schnell zu denunzieren, weil sie das jeden Tag tun. Dann, was? Nochmal? Nein, 21 Uhr im Büro, ja.
Ja, das ist jetzt aber auch, glaube ich, in der momentanen Situation, lassen sich das Verhältnis nochmal ein bisschen ändern, dass die Leute noch gesuchter werden. Aber unabhängig davon, was ich nur sagen wollte, dieser Teil, dass man sozusagen Menschen hat, die sich angeblich dann nicht mehr um die Sinnfrage kümmern können, weil sie sehr substanziell in Gefährdung leben. Ich glaube, eins zeichnet den Menschen aus. Je höher das Gefährdungspotenzial, desto mehr geht er auf diese Frage nach dem, was der individuelle Sinn ist. Die Menschen haben gerade in den extremen Belastungssituationen, bis hin eben zu KZ, nur über diese Frage überhaupt überlebt. Viktor Frankl hat das zum Zentrum seiner ganzen Theoriebildung gemacht. Es ist dieser Teil der individuellen Sinnstiftung. Und ich glaube, wir müssen uns ganz klar machen, dass wir in einen Diskurs eintreten, der mit viel mehr Gleichberechtigung geführt werden wird. Und diesen Diskurs, den mache ich zum, wenn Sie so wollen, zur Grundlage meines Optimismus, nicht unbedingt den einzelnen Menschen. Aber wenn wir das miteinander beginnen und uns da auch nicht zurückhalten, wenn wir nicht schonungsvoll sind, weil wir die Hierarchie nicht angreifen wollen oder sonst etwas, wenn wir das in einem gewissen Sinne schonungslos tun, dann, glaube ich, haben wir als Kultur eine Chance. Wie weit das der Einzelne dann nutzt oder regelt, das ist noch eine andere Betrachtungsweise. Also ich bin an dem Punkt tatsächlich ein bisschen in dieser Helikoptersituation und sage mir, ich bin relativ optimistisch, dass wir diese Diskurse nicht mehr bremsen werden. Also wir können die nicht mehr strukturell ausbremsen, das glaube ich einfach. Und deshalb bin ich ein bisschen optimistisch, was die Richtung angeht. Die individuelle Frage bleibt die individuelle Frage nach dem, wie viel Risiko gehe ich ein, wie gehe ich damit um, wie sehen meine Perspektiven aus. Das ist genauso vielfältig, wie Menschen sind. Das kriegen wir in kein Schema gepresst. Aber die Grundrichtung macht mich optimistisch. Die vorletzte Frage kommt von diesem Herrn. Mich interessiert, welche konkreten praktischen Interventionen würden Sie denn vorschlagen für eine Führungskräfteentwicklung? Ja, das ist jetzt die Frage nach der, also was mich erstmal interessieren würde, ist überhaupt, ob sozusagen die Gruppe derer, die sich dort als Führungskräfte bezeichnen, eine Idee davon haben, wohin diese Entwicklungsrichtung gehen soll. Weil wie soll ich mir Gedanken machen über Werkzeuge, wenn ich noch keine Ahnung davon habe, wohin die Reise geht. Also im Moment befürchte ich immer, machen wir mehr desselben. Wir haben eine bestimmte Idee davon, was das ist, und dann bieten wir bestimmte Trainings an, die in dem Kontext, den wir kennen, wirkungsvoll sind. Ich glaube, wir müssen uns ein kleines Stückchen auf diese Erkenntnisebene bewegen, bevor wir auf die Werkzeugebene gehen. Und da befürchte ich halt, ist das Ganze noch nicht sehr ausgestaltet. Deshalb diese große Bitte, lassen Sie uns gemeinschaftlich über dieses Thema denken, austauschen, herausfinden, was es sein kann. Aber mit sozusagen fertigen Lösungen nach dem Motto, Togal, ich habe da was für Sie, Sie haben Kopfschmerz, ich habe die entsprechende Tablette, das ist mir eine Nummer zu früh. Die letzte Frage. Herr Kuse, Wolfgang Runge. Der Druck, den Sie beschrieben haben und in dem auch an der Generation Y steht, den erleben wir alle. Ja. Die Inkongruenzen und die Probleme und den Druck, jeden Tag einen Ausgleich zu finden, haben wir auch alle. Ja. Das, was mir im Augenblick total abgeht, ist, wo wird dieser Diskurs geführt, über den wir reden, der erforderlich ist, denn die Politik führt ihn nicht. Ja. In den Firmen dürfen die ihn teilweise nicht führen oder können die ihn nicht führen, weil wir auch ein gewisses Korsett haben. Also ich mache mir Sorge darüber, dass unterschiedliche Generationen unterschiedliche Kommunikationskanäle benutzen und wir diesen gemeinsamen Diskurs nicht hinkriegen. Was haben Sie, was geben wir uns damit auf den Weg? Ja, das ist wieder fast etwas, wo ich sagen könnte, naja, das ist mir nicht werkzeugmäßig genug. Ich habe eine ziemliche Geduld entwickelt im Laufe meines Lebens. Da gilt immer dieser Satz, so bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Weil wenn ich die Rahmenbedingungen kenne und ich weiß, die Rahmenbedingungen ändern sich derart gravierend, dann kann das System sich nicht auf Dauer dieser Seite verweigern. Das heißt, es ist eine Frage, das System kämpft, das tun alle Systeme, ist auch gut so, weil sie ihre Überlebenskraft damit gewinnen. Aber wenn es wirklich nicht Blödsinn ist, was ich zu Anfang hergeleitet habe, wenn es wirklich immer mehr passiert, dass Leute keine Antwort mehr geben auf Fragen, die man so grundlegend als Führungsfragen gesehen hat, dann wird das immer dissonanter. Und dann geht es dann irgendwann mal eben um 1 zu 12 oder um ähnliche Themen und dann wird gesagt, pass mal auf, ich weiß nicht, warum du mehr Geld verdienst, jetzt musst du dich mal heftig bemühen. Warum ist das so? Wir geraten in eine Heftigkeit des Diskurses, die das Verweigern immer unmöglicher macht. Und wenn die Schweizer anfangen, so weit zu gehen, daraus eine Volksentscheidung zu machen, dann denke ich mir, oh verdammt, ich habe das für nicht so weit gehalten. Ich meine, die wird wahrscheinlich nicht durchkommen, weil dann haben die Angst, dass die Leute plötzlich nur noch sozusagen kleine Firmen gründen, in denen die ganzen Führungskräfte drin sind und dann ist das kleinste Gehalt eben 1 Million, dann geht es auch wieder bis 2 Millionen. 1 zu 12 kann man ja schnell herstellen. Also die Lösung ist wahrscheinlich ein bisschen trivial. Aber die Frage ist hochinteressant. Dass jemand sich traut, eine solche Frage zu stellen, das würde ja bedeuten, dass dann eine Führungskraft, die jetzt vielleicht 16, 17 Millionen verdient, nur noch 450.000 verdient.
Überlegen Sie sich mal, was das eigentlich für eine Unverfrorenheit ist in dem alten Denken. Da gehen Leute hin und machen das zu einer Volksentscheidsnummer. Das ist schon echt heftig. Wundert man sich ein bisschen, warum das im Bereich der Wahlen nicht aufgegriffen worden ist oder so, warum das so ein bisschen untergegangen ist, das Thema. Aber das ist ja eine ganz brisante Provokation, die da in den Raum kommt. Und die macht mich an dem Punkt wieder hoffnungsvoll, dass ich nicht mehr so lange Geduld brauche, um zu gucken, dass sich was bewegt. Ja,